Charlie Schatz. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und der Adventskalender. Ja. Wir fangen einfach direkt mal an und holen mal das erste Türchen für den Adi-Schatz raus. Ihr wisst ja, der Zoo Royal, das müsste heute Türchen Nummer 12 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 12 ist hier unten. Hey Schatz, da ist die 12. Guck. Einmal reinbeißen, genau, da knuspert die Tüte. Gefühlt habe ich von Tag zu Tag weniger Lust und kann mich weniger hier irgendwie, es wird immer anstrengender, diese Türchen zu öffnen. Jetzt kann ich es nicht mal aufziehen, weil es total nass ist, weil überall die Katzensappe dran ist. Adi, für dich ist es auch nichts Besonderes mehr, oder? Jeden Tag der gleiche Fraß, guck dir das an. Du bist schon ruhiger geworden. Du warst die ersten Tage, warst du richtig total hibbelig, hast mir den halben Kalender eingeworfen. Mittlerweile wartet er schon, hat gar keine Ambition mehr, hier vorher an die Tüte richtig ranzugehen. Ihr seht, man gewöhnt sich an alles, es lässt alles nach. Auch hier, Türchen Nummer 12, da rechne ich heute auch wieder mit was zu essen, denn wir haben ja eigentlich nur 5-mal Spielzeug oder so. Und ansonsten Essen drin, also kann gar nicht abwechseln, Essen und Spielzeug kommen. Es ist wieder ein Tütchen, hoffentlich nichts mit Fisch, das hat er ja beim letzten Mal drin liegen lassen. Frisches Huhn und Kartoffeln light, wieder in dieser super tollen Tüte. Schön hier versiegelt, luftdicht verschlossen, wo du halt die Tüte eigentlich aufheben kannst, aber ja, wir sind ja keine Messis, deswegen fliegt einfach immer alles fort, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Was sagen sie zu Hühnchen? Hühnchen mit Reis? Nicht? Mager nicht. Ich glaube, der hat mittlerweile die Nase voll von dem ersten Trocken und dann nochmal Trocken und dann wie viel Trocken denn noch? Wo ist das Fleisch? Da hat er nochmal geguckt, aber das war's auch dann. Deswegen kommen wir jetzt zum Bier-Adventskalender. Türchen Nummer 12 befindet sich hier oben. Wir ziehen das auf, haben schon jetzt einen unspektakulären Deckel. Der ist nämlich einfach nur so einfarbig, ohne dass da was drauf ist. Jetzt muss ich den Kasten aber trotzdem bei dir mal hinstellen. Adi Schatz. Du kannst immer noch da oben gucken, wenn du möchtest. Und dann schauen wir mal aufs Etikett. Das ist nämlich ein Gespusi-Helles. Ein Gespusi-Helles. Oder wie man das... Oder Ospusi? Nee, G-S-P-U-S-I. Lest erstmal hinten. Könnt ihr das lesen? G-S-P-U-S-I. G-Spusi-Helles. Hat... 5,1% die perfekte Liebelei zwischen Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Auch dir wird dieses Bier den Kopf verdrehen. Gespusi Helles, Bier, Bier, Birra, 5,1%. Und jetzt guckt mal auf das Etikett hier vorne. Da ist einfach ein Mann, da ist einfach eine Frau und alle trinken Bier. Das sind Zeiten, so müsste es sein, da gibt es keine Kriege, da gibt es keine Klimaaktivisten, da gibt es keine Straßenkleber, da gibt es kein Mobbing, da gibt es gar nichts, da gibt es nicht mal Pokémon Go. Einfach allen ganzen Tag nur der Mann und die Frau zusammen mit Bier. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Etikett, wirkt sehr friedlich, die Flasche an sich aber sehr unspektakulär. Durch den Deckel, das schwarze Etikett, insgesamt stimmig, muss man schon sagen. Komm, dafür, dass es so ein super geniales Paar ist, würde ich hier trotzdem 4 von 5 Punkten geben. Mir gefällt das gut, das hat mich ein bisschen an Philippone erinnert, hier durch den Bart. Wir hatten ja schon mal eins, das sah der Mann auch so aus und hat so einen richtigen, wie so einen Zylinder gehabt. Der war auch so eine Art Soldat, der hat ja auch lauter Abzeichen und alles. Vielleicht hat er
ist das die Geschichte von Philippone. Erst war er alleine und jetzt hat er endlich seine Biermaid gefunden. Und deswegen freut mich das besonders. Also schönes Etikett. 4 von 5 von meiner Seite aus für dieses Etikett. Jetzt machen wir mal auf. Schenken es mal ein. Ach du meine Güte, da kommt alles komplett raus. Hilfe! Jetzt riecht das ganze Bad nach Bier. Dafür müsste es jetzt ja eigentlich viel besser in das Bierglas passen. Also ich habe es ja schon erlebt beim Öffnen, dass es ein bisschen oben dann der Schaum hochgelaufen ist und dann runter. Aber Philippone, beherrschen Sie sich doch. Ich weiß, jetzt wo die Dame da ist und Bier, da gibt's schäumende Nächte überall den ganzen Tag. Aber man muss es ja nicht so übertreiben. Jetzt habe ich da das ganze Trockenfutter drin, was total nass ist und in Bier getränkt. Der Deckel fliegt auch jetzt da drin rum. Alles schwimmt. Wir schenken es mal ein. Philippone. Wo ist der überhaupt? Was macht der eigentlich? Kennt ihr den noch? Den kennt ihr gar nicht, oder? Philippone, Raytour, Lavados. Alle haben Lavados. Shiny, er nicht. Er war der Einzige ohne Shiny. Das war lustig. Dann ein paar Trade Sessions am Strich abgehalten. Dann irgendwas anderes. Jetzt saut er mir hier das ganze Bad zu. Also das ist das große Comeback. Der Boden riecht, alles riecht, die Hose riecht, die Strümpfe, die Hausschuhe. Aber look at this, look at the Farbe. Es perlt auf jeden Fall fein nach oben. Könnte ein bisschen kräftiger sein. An sich ist es trotzdem klar. Vielleicht, ja, aber zu hell. Es ist helles, was will man da erwarten? Helles Bier sieht einfach hell aus. Kriegt von mir trotzdem nur 3 von 5 Punkten. Wäre es jetzt auch noch richtig trüb, dann hätte es natürlich unter dem Durchschnitt bekommen. So, durch das Klare sammelt es erstmal einen Pluspunkt. Oder auch nicht, sonst hätte es ja 4 von 5. Nee, ist so viel. 3 von 5 reicht schon. Dafür, dass er mich jetzt total nass gemacht hat, kriegt er Minuspunkte. Das kommt in keine Kategorie rein. Wir schnüffeln mal am oberen End. Riechen mal nach dem Schaum. Riecht total unspektakulär. Aber dann auf einmal wieder wie so eine Eisennote, so wie so eine alte Stahlfabrik. Du hast erst nix und dann sowas Saures, Eisenhaltiges. Ist jetzt nicht unbedingt lecker, würde ich jetzt 2 von 5 geben für den Geruch. Und natürlich noch die Kostprobe. Ist an sich nicht herb, ist kein Spülmittel, schmeckt trotzdem ein wenig fad, aber das könnte man eigentlich so im Ganzen trinken. Es hat irgendwie einen Nachgeschmack, der irgendwo trotzdem ein bisschen hängen bleibt und was auslöst. Mir fehlt irgendwie was Frisches, was Köstliches, aber es ist ein Geschmack da. Der Geschmack ist nicht widerlich. Der Geschmack ist nicht schlecht, aber es ist auch nichts Gutes. Kriegt von mir auch nur 3 von 5 Punkten. Ist halt so ein komplettes Mittelding. Wieder mal komplettes Mittelding. Das war's von meiner Seite aus. Ihr könnt zusammenzählen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.